Außer Internet, gestern war es noch eine Insider-Information, heute ist es offiziell. Microsoft verschiebt Crackdown 3. Nach offiziellen Informationen wird das Spiel jetzt erst im Februar 2019 für Windows 10 und Xbox One erscheinen. If the creature thinks you are already dead, it may not attack you. Und es geht weiter mit offiziellen Bestätigungen von Teasern und Insider-Informationen, denn IO Interactive hat jetzt auch höchst offiziell die Fortsetzung zu Hitman angekündigt. Die hört auf den schlichten Titel Hitman 2. Das Interessante daran ist, dass in der Ankündigung bisher keine Rede davon ist, dass Hitman 2 auch in Episoden veröffentlicht wird. Man kann also davon ausgehen, dass das diesmal das vollständige Spiel ist, das am 13. November für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Spielerisch bleibt man sich treu, man schickt Agent 47 aber in neue Einsatzgebiete, unter anderem ein Autorennen in Miami. Und was ebenfalls neu ist, ist die Rückkehr eines bekannten Spielmodus, nämlich Sniper Assassin. Das wurde vor ein paar Jahren ja schon mal so als ein Standalone-Minispiel veröffentlicht. Das gibt es jetzt also wieder. Die Neuerung ist aber, dass man nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit Freunden kooperativ auf Zielpersonen scharf schießen darf. Und noch eine Teaserei-Auflösung, denn das neue Spiel, an dem Avalanche Studios arbeitet, hat auch einen Namen. Es heißt Generation Zero und das spielt im Schweden der 80er Jahre, aber nicht in dem Schweden der 80er Jahre, wie wir es kennen. Dieses Schweden wird nämlich von riesigen Roboterhorden heimgesucht und gegen die kann man sich jetzt stellen, entweder alleine oder im Vierspieler-Koop-Modus. Gekämpft wird vielleicht so ein bisschen wie in Horizon Zero Dawn, das heißt, man kann den Robotern an bestimmten Stellen Körperteile abschießen und die damit schwächen. Das Spiel soll für PC, PS4 und Xbox One 2019 erscheinen. Avalanche Studios sind ziemlich fleißige Bienchen, denn ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass außerdem über Steam Just Cause 4 erscheinen soll und was wir ja vorher schon wussten, die arbeiten mit id Software zusammen an Rage 2. Zu guter Letzt noch eine Release-Info, denn Sony und Band Studio haben den finalen Release-Termin von Days Gone bekannt gegeben. Das Endzeit-Biker-Action-Spiel soll jetzt am 22. Februar exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. So viele Spieleankündigungen, ihr merkt schon, da muss ja eine Spielemesse bevorstehen. Das tut sie auch, denn kommende Woche ist die E3 in Los Angeles. Wir berichten live davon. Samstag ab 16 Uhr könnt ihr uns im Livestream zugucken und das machen wir die ganze Woche über bis in die Puppen, würde mich also freuen, wenn ihr da dabei seid. Die News gibt es dann wieder am Montag. Bis dahin, weiterspielen.